Realschule Kastanienallee hat heute zu einem Schulkonzert eingeladen, zu einem Schulkonzert der besonderen Art. Nicht Schülerinnen und Schüler treten auf, sondern wir haben Profis eingeladen und sind auf der Bühne, um mit unseren Schülerinnen und Schülern zu feiern. Wir haben 2 Jahre hinter uns, in denen Schüler und Schüler ziemlich viel leisten mussten. Sie mussten Masken tragen, Testungen, Unterricht auf Distanz. Es war so schwierig und deshalb ist das ein großes, großes Dankeschön an alle Schülerinnen und Schüler, unsere Schülerinnen und Schüler, dass sie das mitgemacht haben, dass sie das durchgestanden haben. Wir wissen nicht, was noch kommt, aber wir wollen das zwischendurch einmal kurz feiern und ein großes Dankeschön an unsere Schüler. Für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Gefühl, weil ich auf dieser Bühne angefangen habe. Jetzt nicht unbedingt genau die Bühne, auf der wir heute auftreten, aber es ist halt dieselbe Location, es ist irgendwie dieselbe Atmosphäre. Und für mich ist es halt sehr, sehr krass, erstmal, weil ich mit meinen eigenen Songs auftrete und da meine eigene Show nach so vielen Jahren meiner alten Schule präsentiere. Und ja, einfach weil es für mich so krass ist, dass ich vor 10 Jahren einfach hier auf die Schule gegangen bin, vor 15 Jahren hier das erste Mal Musik gemacht habe und jetzt einfach zurückkomme und hoffentlich eine coole Show biete. The Brave Show, zeig Respekt, das passt natürlich zu Echo Fresh wie die Faust aufs Auge. Warum? Ich bin da natürlich nicht der Objektivste, aber es ist natürlich mein Content, der sich damit beschäftigt, seit geraumer Zeit schon aufeinander aufzupassen, sich gegenseitig zu achten. Ich singe immer wieder darüber und deswegen war ich umso froher, heute das in Velbert vor den Schülern singen zu dürfen. Also Echo Fresh ist, ja, ist echt eine Nummer, sehr bekannt in der Musikszene und hat gute Texte. Gerade auch die letzten haben mir ziemlich gut gefallen. Und insofern ist Echo Fresh erstmal, glaube ich, für jede Schule ein Gewinn. Und von den Inhalten, die er rüberbringt, auch gerade mit seinen letzten Songs, das bewegt, glaube ich, die Schüler, trifft vor allem den Kern, muss man sagen. Wenn ich jetzt so an Aber beispielsweise denke, das ist auch das, was man von den Leuten so mitkriegt, wenn man sich unterhält. Also das ist wirklich sehr, sehr treffend, hat er gut zugehört und aufgenommen. Und das Thema Respekt ist für uns in den Schulen ja eigentlich ein permanentes, nicht nur ein Wort, sondern wir versuchen natürlich den Kindern, Jugendlichen, auch den Erwachsenen, muss man sagen, zu zeigen, dass man sich wertschätzen soll, dass man keinen Hass, keinen Rassismus ausleben soll und offen ist für Neues, für anderes. Und damit in der Gesellschaft einfach auch neugierig bleibt. Und ich glaube, das ist für uns alle ein Gewinn, wenn das noch besser gelingt als in der Vergangenheit, dass die Menschen miteinander vernünftig leben, aufeinander zugehen, sich kennenlernen wollen. Und das ist jetzt nach der Corona-Pandemie, glaube ich, wieder eine ganz gute Chance, weil man eben die Möglichkeit hat, ja, wieder zusammenzukommen, sich zu sehen. Ich danke der Schule Kastanienallee, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich das hier einen zum Besten geben konnte. Und der ganze Stadt Velbert, die hier so zahlreich erschienen war, die ganzen Jugendlichen. Und es ist einfach schön. Ich habe Väter und Söhne, Mütter und Töchter gesehen, die beide auf das Lied gevibed haben. Und das ist einfach toll, generationsübergreifend und einfach ein ganz schöner Abend gewesen für Velbert und besonders für mich. Ich danke euch allen. Ich werde das nie vergessen.